Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem kleinen Platin-Guide, und zwar Metal Geil. Ihr seht, hier habe ich schon Platin. Ich habe das Video auch schon mal aufgenommen mit einem anderen Profil. Zwar mit meinem Österreich-Profil, da habe ich jetzt auch schon Platin, aber da hat der Ton nicht gestimmt, da war auf jeden Fall kein Ton da. Also nochmal ein anderes Profil und machen hier einfach nochmal Platin. Haben wir denn da? Und alles könnt ihr im ersten Durchlauf machen. Ich mache jetzt hier einfach mit Option-Taste mache ich einfach mal alles weg. Das ist jetzt. Schon erste Trophäe. Das Einzige, was sein kann, dass ich halt hier ein bisschen skippe, also ein bisschen schneide, weil ich halt nicht gut in Jump'n'Runs bin. Aber sonst. Erste Trophäe für ein Zahnrad, für zwei und für drei bekommt er auch noch eine Trophäe. Da kommt der erste Gegner. Einfach draufhalten. Der hat nicht so viel. Ist aber wie gesagt noch Tutorial, das erste Level müssen wir auch noch machen. So, jetzt sind wir, haben wir so abgeschlossen, jetzt müssen wir das erste Level machen. Also ihr könnt eigentlich aussuchen, welche ihr machen wollt, aber ich mach das dann. Habe ich jetzt eigentlich nur wegen Punkte gemacht. Und weil sie wieder verschwinden, wenn man ein Stück weiter zurückgeht. Hier will man nachher nochmal wieder zurückkehren. Es gibt eine Trophäe für auf Stacheln sterben und gibt eine Trophäe für ein Zahnrad benutzen zum Wiederbeleben. Oh Gott, das bin ich dann so. Obwohl können wir gleich mitmachen. Scheiße, ja.
erste Trophäe wegen den zwei Zahnrädern. Sterben. Wieder benutzen. Ah, da ist er. Gut, ich wollte schon sagen, da fehlt noch einer. Und wie gesagt, der Zahnrad ist jetzt ja auch wieder da. Und wir haben jetzt schon 7 von 12 Trophäen. Ich will mal was gucken. Also wenn das hier oben klappt, das wäre ja der Knaller. Nee, klappt nicht. Nee, klappt leider nicht. So, die ganzen Dinger machen eure Energie wieder voll. Da kommt noch einer. Ah, das ist jedes Mal, ja, weil ich in den Abgrund gesprungen bin, oder nicht mit Absicht, aber das passiert mir jedes Mal, diese eine Stelle. Wir müssen bis da hochkommen. Oh, wenn wir da oben durch sind, dann haben wir den Abschnitt geschafft. Diese schnell rennen. Dieses hier. Das aktiviert sich manchmal nicht so richtig. Ja, guck mal, hier ist auch eine Möglichkeit. Gerade rausgefunden. Um Zahnräder zu farmen. So, kommt der erste Gegner. Dann machen wir uns vom Acker. Hier braucht ihr euch nur, der ist kinderleicht, ihr braucht euch nur hier hinten halten. Wenn er dann zumacht, geht er nach vorne. Und immer auf der grüne Ding schieben. Wieder nach vorne, zurück. Vorne. Da vorne. Da vorne. Ja. Besiegt. Ich weiß gar nicht, ob es für den ohne Trophäe da. Nee, glaube nicht.
So. Mach doch. Das ist doch roter. Oh, die Scheiße war ja ohne. So, ja, stimmt, die war ja. Wir müssen uns einfach nur hinter ihr halten. Und diesen grünen Dingern ausweichen. Und schießt am besten nicht auf ihr, wenn sie diese Dinger hat. Weil das ist ein Schutzschild. Durch den Schutzschild prallen die Energiekugeln dann auf euch ab. Und Platin. So einfach ist das. Ich zeige euch das auch gleich nochmal. Ich will schließen. So. Ihr seht, in einem Durchlauf, praktisch am Anfang der Tutorial, und dann das erste Level gespielt und ihr kriegt schon komplett Platin. Das Spiel kostet im Store 4,99. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ich glaube, doch 4,99 habe ich bezahlt.
Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich denke mal, ich werde das ganze Video ein bisschen geskippt haben, wo ich dann nicht ganz so schlecht aussehe. Jump'n'Run ist halt noch nicht mal meins. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.